Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich, ja, meine aussortierten Produkte für dich. Das sind größtenteils Flop-Produkte von mir in dem Bereich dekorativer Kosmetik, die ich dir jetzt zeigen möchte und dir auch sagen möchte, warum dann das einzelne Produkt meine Sammlung verlassen darf. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Wie immer vor diesen Videos sage ich vorab, hier geht es tatsächlich nicht um ein Bash gegen die Marke oder so, jedenfalls nicht bei jeder. ja, seht selbst gleich. Und wie sage ich das? Genau, also ich möchte hier niemanden, der irgendwie dieses Produkt als sein Lieblingsprodukt bezeichnet, beleidigen oder angreifen oder sonst irgendwas. Also das ist dann halt wirklich, dass das Produkt auf meinem Gesicht nicht funktioniert hat oder es meine Sammlung aus einem ganz besonderen Grund verlassen muss. Genau, und deswegen mache ich dieses Video, um ein bisschen was dazu zu erzählen, um euch vor Fehlkäufen zu bewahren. Also im Prinzip spart euch das Geld bei diesen Produkten. Ja, so mein Plan. Ja, des Weiteren möchte ich auch noch hinzufügen, da hatte ich nämlich unter meinem letzten Video ein paar Kommentare zu bekommen, dass die Produkte, die ich aussortiere, nicht bei mir bleiben. Natürlich, aber auch sie bleiben nicht bei mir im Sinne von, ich schmeiße sie nicht weg. Das heißt, meine Produkte, die ich hier aussortiere, werde ich entweder in Trash-Paketen weitergeben, sodass ich jemandem anderen eine Freude damit machen kann, oder ich gebe sie weiter an eine Person, die ein Weihnachtspaket von mir bekommt, beziehungsweise zwei Personen bekommen ist. Und ja, da wird ein Teil von den Produkten auch mit reinkommen. Und da hoffe ich einfach, dass die Produkte, die ich einfach aus gegebenen Gründen aussortiere, ein neues, liebevolles Zuhause bekommen. Ich wurde auch darum gebeten, ob ich vielleicht eine Verlosung machen könnte. Vielleicht mache ich das auch in diesem Video, denn ich habe hier eine ganz spezielle Geschichte, die ich aussortieren werde. Ich denke, dass da die ein oder andere ziemlich heiß hinterher sein könnte und ich glaube, dass ich darüber jetzt hier in diesem Video auch eine Verlosung machen werde. Ja, aber das ist eine Gewissensfrage. So. Genau, wo fangen wir an? Wir fangen an bei den Produkten, die ich im Gesicht habe. Denn ich habe ein Fullface mit tierversuchsfreier Kosmetik gemacht, wo ich 2 Stunden lang Labarababa gemacht habe. Ich weiß nicht, welches von den beiden Videos eher online kommen wird. Ich glaube, dieses Video hier. Das andere müsste dann jetzt nächste Woche Samstag kommen. Ansonsten verlinke ich dir das im i. Ansonsten habe ich dir jetzt hingeschrieben. Kommt noch. Okay, ich habe ein Augenbrauenprodukt drauf gemacht. Und zwar ein Augenbrauengel. Das ist der Eyebrow Designer von Rivalde Loop. Das ist dieser hier. Warum ich den aussortiere? Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er einfach von der, wie es jetzt in meinem Gesicht funktioniert hat und wie es jetzt quasi sich anfühlt, mir nicht gefällt. Denn es ist super, super klebrig. Ich mag das lieber bei Augenbrauen-Gels, dass die so sind wie zum Beispiel der 24 Hours Brow Setter von Benefit, die mir meine Augenbrauen festtackern und die wirklich antrocknen. Bei diesen klebrigen Produkten ist es bei mir halt immer so, eben mit langen Haaren, die Haare verfangen sich drin, die bleiben dran kleben und sonst irgendwas, oder Hundehaare von Sammy bleiben dran kleben und das macht mir einfach keine Freude und ich möchte halt auch, wenn ich Fullface geschminkt bin, mit meinem Hund schmusen. Und ja, ich mag einfach das Gefühl von klebrigen Augenbrauen nicht, deswegen darf der jetzt leider gehen. Ich stelle mal die Produkte, die ich aussortiere, hier hinten hin. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Außerdem hat mir bei diesem Look echt nicht gut gefallen die Mascara. Natürlich habe ich einen dicken Eyeliner gezogen, wo man auch wirklich dann einiges von der Mascara verschluckt hat. Aber ich habe einen relativ hellen Augenlook und bei solchen Augenlooks kommen die Wimpern bei guten Mascaren echt gut raus. Das hat sie jetzt hier echt nicht gebracht und deswegen muss sie gehen. Das ist eine super teure Mascara, die Eyelash Icing Black Mascara von Beauty Bakery. Also es blutet mir schon ein bisschen das Herz, weil ich habe sie jetzt einmal verwendet und ich finde sie echt mau, ne? Also die hat ein cooles Bürstchen, das ist vorne dick, hinten dick, in der Mitte ist es super, super schmal. Als ich das erste Mal rausgenommen habe, war das halt super trocken. Jetzt irgendwie nach und nach ist es etwas feuchter geworden. Ich habe jetzt aber tatsächlich auch eben nach dem Video noch eine 4. und sogar eine 5. Schicht aufgetragen. Ja, sie trennt die Wimpern wirklich toll und sie macht auch lange Wimpern. Das, was mir aber wirklich bei dieser Mascara fehlt, also zum einen nervt es übrigens, dass man die so, wenn man sie reinsteckt, doll reinstecken muss. Das nervt sehr. Zum anderen ist es halt so, ich mag gerne Volumen in meinen Wimpern zu haben. Sprich, dass die auch wirklich fülliger aussehen. Genau, und das hat sie halt echt nicht gemacht. Das soll eine Smudge-Proof Lengthening Volumizing Mascara sein. Also eigentlich sollte die halt Länge und Volumen geben. Sie hat Schwung gegeben, aber kein Volumen. Naja, deswegen
wird auch die aussortiert. Also ich werde auch, bevor ich die Pakete rausschicke, die Ladies fragen, inwiefern sie das okay finden, wenn ich denen zum Beispiel Lipglosse mit reinpacke oder wenn ich denen Mascaren reinpacke. Bei mir ist es ja so, dass ich die Produkte dann auch nicht ultimativ häufig verwendet habe. Ich frage sie einfach, ne? Also das ist wirklich nur so eine Sache. Dann habe ich eine Face-Palette verwendet, die man jetzt gar nicht so intensiv sieht, weil ich sie halt mega ausblenden musste, weil sie doch sehr, sehr intensiv war und fleckig geworden ist. Der Highlighter ist schön, den sieht man auch echt toll, ne? Das gefällt mir. Aber Blush und Bronzer waren ganz, ganz furchtbar. Das ist auch von Beauty Bakery, die Neapolitan Bar Face Palette. Genau, das ist diese hier. Und man sieht es jetzt eigentlich auch schon auf den ersten Blick, dass die einfach viel zu dunkel für mich ist. Ich habe die sowohl mit einem Stippling Brush aufgetragen, da habe ich diesen hier verwendet, als auch danach ausgeblendet mit einem fluffigen Pinsel, das ist dieser hier. Und das wollte alles nicht so wirklich funktionieren. Den Blush sieht man wohl, ja. Bei dem Bronzer war ich so super vorsichtig, dass er jetzt schon wieder verschwunden ist. Und das finde ich schade. Da habe ich deutlich schönere Bronzer und dann brauche ich die halt nicht. Auch wenn das halt echt kein günstiges Produkt war. Wow. Bitte hier nicht umfallen, Leute, ne? Also damit haben wir hier nicht, ja, etwas, was mir jetzt super schwer fällt, ist auszusortieren, weil es einfach extrem hochpreisig war. Ja, ich habe es im reduzierten Zustand gekauft, aber sie hat mich nicht überzeugt. Ja, ich rede von der Lidschattenpalette, die ich gerade drauf habe, weil den Look mit dieser, so wie es aussieht, kann ich mit sehr vielen Paletten aus meiner Sammlung schminken. Diese Palette hat oder kostet normalerweise 40,99 Euro bei Douglas, was super viel ist. Sie ist auch toll von der Qualität her, ne? Also die ich zeige sie euch einfach, Beauty Bakery, das ist die Do It For The Graham Palette, die bei dem Haul auch schon ein Lachflash bei vielen verursacht hat, wegen dem Hashtag, der da drin steht, nämlich GodMilf. Genau. Ja, das ist schon, ne, eine schöne Palette eigentlich. Die Schimmertöne, die hier drin sind, sind super toll foliert. Also das sind ganz klasse Töne. Ich habe den Ton hier drauf. Ich habe den Ton außen aufgetragen. Ich habe hier keinen hellen Ton zum Highlighten gehabt. Deswegen habe ich den Highlighter genommen für den Innenwinkel. Natürlich habe ich den Ton zum Lid vorbereiten genommen, den Ton für die Crease und den noch etwas zum Verdunkeln. Ansonsten hätte man hier noch ein mattes Rot quasi gehabt, ein mattes Kaminrot. Ja, wie gesagt, also diese Schimmertöne sind super, super geil. Ich habe echt mit mir gehadert eben, ob ich die jetzt wirklich aussortieren möchte oder nicht, weil ich sie ja auch nur dieses eine Mal in dem Video verwendet habe. Aber ich finde sie einfach langweilig. Das ärgert mich ein bisschen, weil wie gesagt, 40,99 kostet das Schätzelein, aber es sollte nicht die einzige Lidschattenpalette sein, ein Reim, die ich in diesem Video aussortieren werde. Ja, darüber wird sich garantiert jemand freuen. Ich denke, dass ich die in eine von den Paketen, in die Weihnachtspakete packe. Ich glaube, da mache ich jemandem eine Freude mit. Genau. So. Jetzt kommen wir zu zwei Sachen, wo wahrscheinlich demnächst auch noch ein paar mehr folgen werden, aber die konnte ich jetzt eben auf die Schnelle greifen. Es geht tatsächlich um eine ganz bestimmte Brand, um eine Kooperation mit einem Herrn, der hier auf YouTube auch sehr bekannt ist und der aber in diesem Jahr sehr, sehr, sehr negativ aufgefallen ist und wo ich Wochen, Monate lang überlegen musste, was ich denn jetzt mache. Es geht um Jeffree Star. Ja, der hat einen ultimativen Skandal jetzt gerade so, ne? Nicht nur ein Skandal, sondern es sind sehr viele sehr, sehr schlimme Dinge über ihn aufgedeckt worden. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Produkt hier habe, schäme ich mich dafür. Das heißt, ich werde diese Produkte von ihm definitiv nicht mehr verwenden, wenn ich ein Video drehe. Ihr seht es nicht mehr bei mir. Wenn ich mal einen Pinsel in der Hand habe, der in der Kooperation von Morphe und Jeffree Star ist, dann ist das so. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob ich die auch aussortieren möchte. Ich weiß es nicht. Aber bei der Lidschattenpalette bzw. bei den beiden, wo sein Name sehr groß vorne drauf steht, habe ich jedes Mal ein sehr schlechtes Gewissen. Ich habe auch noch ein Puder und einen Concealer von ihm. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr von ihm habe. Da muss ich nochmal durch meine Sammlung stöbern. Aber die beiden werden definitiv gehen. Da habe ich einmal die Kooperation Morphe und Jeffree Star. So ein geiles Schätzelein. Leute, habe ich da geile Looks mitgeschminkt und habe ich da meine Freude mit diesen Farben. Hier scheiden sich tatsächlich auch die Geister. Manche sagen, die ist ultimativ geil, manche sagen, die ist total furchtbar. Ich komme da super mit klar und vor allem grüne Looks kann ich damit schminken, die mir so viel Freude bereitet haben. Diese Farben hier unten finde ich bombastisch, aber auch hier in diesem pinken, lilanen Bereich extrem schön. Eigentlich eine Palette, die ich nicht aus meiner Sammlung entfernen wollte. Dann hat der Monsieur aber den ultimativen Skandal gebracht und somit muss das Schätzelein leider gehen. Das tut mir leid, irgendwo,
weil das ist ja auch ein Produkt, wo Leute ihre Investitionen reingesteckt haben, also auch von Morphe und so, ne? Aber ich kann einfach diese Palette nicht mehr verwenden. Ja, da habe ich einfach viel zu viele Videos von Drama Detective, so heißt er mittlerweile, geguckt. Und ich kann es einfach nicht mehr. Ich kann es nicht mehr ruhigen Gewissens verwenden. Und ich werde die auch nicht mehr hier nach diesem Video in die Kamera halten können oder wollen. Weil sie jetzt auch einfach geht, ne? Genau. Eine weitere Palette. Und das tut mir einfach so, so leid. Das ist ziemlich schade. Die habe ich nämlich zum Geburtstag geschenkt bekommen von der lieben Jana. Ja. Und um meinen Geburtstag herum, ich habe am 22. Mai Geburtstag und sie hatte mir etwas eher die Palette geschickt, kam das Ganze nämlich um ihn herum raus, was er für einen Bockmist verbaut hat. Und sie hat mir aber wirklich eine riesengroße Freude bereiten wollen und hat mir auch eine riesengroße Freude bereitet. Dass der da aber abgeht wie ein Zäpfchen und da ein Ultraskandalgedönsen hinter sich herzieht, konnte keiner mit rechnen. Ne? Das ist diese hier. Die ist so geil. Leider. Ne? Das ist die Blutlust Palette einfach, genau. Blutlust. Die ist halt in diesem Hexagon mit diesem wunderschönen Samtüberzug. Ja, es ist bei ihm ja alles sowieso ein bisschen extra, ne? Es ist halt für mich die ultimative Palette gewesen für lilane Looks und ich habe sie auch das ein oder andere Mal verwendet. Aber ich habe mittlerweile auch festgestellt, dass ich durchaus Paletten habe, die ähnlich schöne lila Töne haben. Ich habe sie gerne verwendet, bin ich ehrlich, ne? Aber jetzt, wo ich weiß, was da so hinter dem Mann hintersteckt und was für ein Ekel das ist, möchte ich sie nicht mehr verwenden. Das tut mir leid und mir bleeding heart, mir blutet das Herz tatsächlich, wenn ich diese Palette aussortiere, weil ich weiß, dass Jana dafür ihr Geld ausgegeben hat, um mir eine Freude zu bereiten. Und das Ding kostet, ich weiß nicht, 60 Euro, 50 Euro. Es ist nicht günstig. Und das tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht anders. Ich muss die jetzt aussortieren, ne? Genau. So. Da verschlägt es mir direkt die Sprache. Diese Palette, weil sie eben so hochwertig ist und weil sie eigentlich auch so gut von der Qualität her ist, möchte ich nicht einfach so weitergeben, ohne zu wissen, dass ich sie jemandem geben würde, der sie auch wirklich gerne verwenden wird. Deswegen möchte ich diese Palette in diesem Video gerne verlosen. Ich weiß nicht, vielleicht packe ich da auch das Puder mit dazu, was ich hier noch habe. Vielleicht packe ich auch den Concealer noch mit dabei, den ich hier habe. Da muss ich mal schauen. Aber die wird auf jeden Fall in diesem Video verlost. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau, ich muss mich davon tatsächlich jetzt trennen, einfach aus Gewissensgründen. Falls aber jemand von euch einfach Bock auf diese Palette hat, nimmt gerne an der Verlosung teil. Jetzt kommen wir zu dem Ding, wo ich eigentlich meine aussortierten Produkte reinpacke. Und zwar ist das diese Goodie Box. Da bewahre ich die Produkte drin auf. Die war jetzt aber so pickepacke voll, dass ich tatsächlich jetzt auch schon was drumherum gepackt habe. Deswegen wurde es einfach auch Zeit für dieses Video. Ich habe mir mal wieder Notizen gemacht über die Produkte, die sich jetzt hier drin befinden. Und ja, das ist die XX Revolution Foundation, die ich auch mit euch zusammen getestet und reviewed habe. Ich habe da schon einiges draus verwendet. Ich habe die in der Farbe FX1, also die Farbe hat eigentlich ganz gut bei mir funktioniert. Aber trotzdem, dass es eigentlich eher eine glowy und shiny und hydrating Foundation sein sollte, ist die mir leider wirklich zu trocken und sie hat halt wirklich dieses Maskengefühl bei mir verursacht, was ich nicht schön fand und deswegen wird die jetzt meine Sammlung verlassen. Die ist eigentlich recht schön gestaltet, ne? Die hat einen schönen Milchglas-Tiegel hier unten drin, oben dieses rosa glänzende Vieh mag ich auch super, super gerne. Aber ja, ich habe genug Foundations da, sodass ich mich dann auch von der einen oder anderen trennen möchte und ja, die gehört jetzt auch mit dazu, von der trenne ich mich jetzt hochoffiziell, genau. Den Rival Loves Me Golden Melody Highlighter. Das ist dieses Ding hier, was extra in so ein Plastikvieh gestellt worden ist, weil das mir leider hier ziemlich viele Produkte zugeölt hat, weil das ölt. Das ist ein Jelly Highlighter aus einer Limited Edition aus dem Sommer. Und der war mir tatsächlich auch einmal umgekippt in meiner Highlighter-Box
Und ich musste sehr viel sauber machen. Das hat mich sehr geärgert. Der ist auch sehr, sehr ölig. Und eben weil der so ist, wie er ist und ich ihn definitiv nicht weiter versenden kann, werde ich den wahrscheinlich entsorgen müssen. Es sei denn, ich packe den gleich komplett in eine Folie ein oder so, damit der bloß nicht noch weiter ausläuft und verschicke den dann. Aber es ist halt auch uncool, wenn du dann ein Produkt zugeschickt bekommst und dann packst du es aus und alles ist voller Öl. Das heißt, der kommt dann tatsächlich in die Tonne. Also einer musste ja weg. Der ist wirklich schwer zu verteilen, habe ich mir aufgeschrieben. Sieht komisch mit Foundation aus. Genau, das klumpt. Das ist super, super merkwürdig. Normalerweise, wenn ich so flüssige Highlighter oder Gel-Highlighter oder so Jelly-Highlighter habe, mache ich mir eine Foundation drauf und dann tupfe ich mir den so mit dem Finger auf. Oder ich nehme mir ein Beauty-Schwämmchen und dann tupfe ich das damit auf. Und dann sieht das auch wirklich total schön und nass und natürlich aus. Der hier hat aber sich mit der Foundation ganz blöd verbunden, egal welche Foundation ich verwendet habe, und hat geklumpt. Und das hat mir nicht gefallen. Deswegen, der kommt jetzt wirklich in eine Tonne. Ja. Gut. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette von Riva Loves Me, auch aus der Reihe, die Golden Melody Eyeshadow Palette. Die sieht ja optisch ganz schön aus und die Riva Loves Me Paletten mag ich eigentlich super gerne, aber diese Limited Edition, die war einfach zu schwach, Leute. Die hast du fast nicht gesehen auf dem Auge, ne? Also wirklich sehr, 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 sehr schwach pigmentiert und ich finde sie wirklich langweilig. Also da habe ich tatsächlich einige Lidschattenpaletten, die sehr ähnliche Töne enthalten, genauso warm-nudig. Fast schon, ne? Aber ja, die darf jetzt einfach gehen. War nicht so der Burner, ne? Die war okay, war aber kein Schlüpperstürmer, wie Mello Flori sagen würde. So, dann kommen wir zu Make-up Obsession. Da habe ich ein Augenbrauenprodukt. Das war mir einfach zu unsauber. Fluffy Brows Brow Fiber Brow Brow Gel in der Farbe Ash Brown. Ja, das hier ist halt kein transparentes Augenbrauengel, wie ich sie normalerweise verwende, um meine Augenbrauen zu fixieren, sondern das ist halt wirklich ein Produkt, was Farbe dran hat. Ich weiß, dass Mrs. Rosa Roth, die liebe Vanessa, ja auch auf solche Produkte wirklich schwört. Die mag das gerne mit Augenbrauenbürstchen, sich die Augenbrauenhärchen so einfach in Form zu bringen und auch einzufärben. Bei mir funktioniert das einfach nicht, weil ich ein sehr behaartes Gesicht habe, und das ist auch wieder ein Reim gewesen. Ich habe an der Stirn halt wirklich feine Härchen. Ich zupfe mir auch wirklich super unregelmäßig meine Augenbrauen, weil ich, naja, zum einen zu faul bin, zum anderen züchte ich auch ganz gerne, weil ich aktuell sehr zufrieden damit bin, dass meine Augenbrauen wachsen. Ich habe nämlich von Forever Young oder so, von Asam Beauty von der Homepage, ne? Das hatte ich mal irgendwo in der Box mit drin, so ein Augenbrauen- und Wimpernserum. Und dadurch sind meine Augenbrauen wirklich ganz, ganz toll geworden. Und dann zupfe ich halt so wenig wie nur möglich und erfreue mich jedes Härchens. So ist es aber dann auch ein ganz großes Problem, mit so einem Produkt die Augenbrauen einzufärben. Und damit komme ich einfach nicht klar, zumal da halt auch wirklich so kleine Fasern drin sind, die deine Augenbrauen auch voller aussehen lassen. Ich muss da wirklich schon richtig viel abstreifen und somit streife ich dann ja auch immer diese Fiber- oder Fiber-Partikel mit ab, diese Fasern halt, und dann macht es auch keinen Sinn. Und dann gehe ich ganz, ganz vorsichtig durch, muss dann mikrometermäßig aufpassen, dass ich da bloß nicht übermale. Furchtbar. Nee, das ist total unpraktisch für meine Bedürfnisse, um ehrlich zu sein. So, das war jetzt der nächste Zettel. Dann kommen wir zu Trended Up. Da habe ich eine Contouring-Palette, die hatte ich in der Glossy Box Young, glaube ich, mit drin. Genau, Face Contouring Set, das ist dieses hier, das ist super, super schwach. Also viel zu dezent und da habe ich definitiv bessere. Also das ist im Prinzip fast das Gegenteil von dem, was ich eben hier von Beauty Bakery aussortiert habe, ne? Also, welche Farbe ist das? 010, ja. Also normalerweise bin ich ja auch eine Blassnase und ich kann auch wirklich vertragen, dass bei mir solche Produkte dann auch gar nicht so intensiv pigmentiert sind, weil ansonsten sieht das halt echt doof aus bei mir. Aber wenn die so schwach pigmentiert sind, und das sieht ja eigentlich recht verheißungsvoll hier aus, wenn ich die aber wirklich mit dem Finger auf, also den Highlighter, den kannst du knicken, das ist kein Highlighter, ne? Das ist halt wirklich nur, um dann bestimmte Partien in deinem Gesicht, genau, also die Stirn sagt die Lady, das Kinn sagt die Lady, ansonsten sollst du halt Contour und Bronzer verwenden, okay. Also für mich ist es kein Highlighter, null, weil der halt auch keinen Schimmer hat. Und wenn ich jetzt hier mal mir die Produkte angucke, die sind halt extrem schwach, ne? Also, da siehst du fast den Highlighter am meisten. Oder das Puder viel mehr. Und das ist halt echt traurig. Habe ich da noch Swatches dran? Nee. Ich hatte eben gedacht, dass ich noch was dran habe. Hier auf der Hand sieht das gar nicht so schlecht aus, ne? Aber im Gesicht sieht man es einfach nicht. Weil, ne, Fingerswatches, ich bin mit dem Finger stark reingegangen. Aber wenn ich da mit dem Pinsel reingehe und das aufs Gesicht bringe, null. Deswegen, ciao. So,
Dann habe ich von Maybelline das Lasting Fix Powder. Das All Day Matte Finish Powder habe ich mir gekauft. 6 Gramm sind hier enthalten. Das ist ein loses Puder. Und das finde ich einfach zu trocken. Das macht halt wirklich bei mir ein Cake Face. Das ist sehr, sehr pudrig. Sehr, sehr austrocknend auch. Also, ja. Hier steht ja auch drauf, All Day Matte Finish. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich auch nach und nach von meinen mattierenden Pudern immer mehr trennen müssen, weil ich einfach merke, dass die mir nicht gut tun. Ne? Ich komme da auch nicht mit klar. Immer wenn ich die dann auftrage, dann kriege ich auch echt das Jucken im Gesicht und das muss nicht sein. Da muss ich mir immer extra so eine hydratisierenden Primer, hydratisierende Foundation und so weiter drunter geben, nur damit ich ein mattierendes Puder verwenden kann. Und das Blöde ist, die meisten Puder sind mattierend. Wenn du aber ein mattierendes Puder hast, was nicht austrocknet, dann funktioniert das. Ich glaube, das hat auch irgendwas mit Inhaltsstoffen zu tun, dass es irgendwie vielleicht ohne Talg oder sonst irgendwas sein sollte und deswegen dann nicht austrocknet. Ich weiß es nicht, da habe ich mich noch nicht genug mit Inhaltsstoffen beschäftigt. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Produkt, was jetzt aus meiner Sammlung rausgeht. Ja, aber ich weiß... Ich weiß nicht, ist es Maybelline oder Manhattan? Irgendeins von diesen Pudern soll auch... Ich glaube, Manhattan hat ein richtig gutes Puder. Das muss ich auch nochmal ausprobieren. Oder ich habe das schon mal... Weiß ich nicht. Jetzt habe ich einen Blush von Kiko hier. Das ist ein Smart Blush. Den habe ich, glaube ich, aus dem Adventskalender in der Farbe 06. Und der ist halt viel zu dezent. Sieht eigentlich schön dunkel, rosenholzfarben aus. Aber ich mag ja sowieso aktuell viel lieber diese... peachigen Blushes, die mich sehr frisch aussehen lassen. So schaut die Farbe aus. Und der ist halt wirklich auf dem Gesicht auch kaum zu erkennen. Ähnlich wie der Blush. Wobei, der ist eigentlich intensiv gewesen. Aber als ich den ausgeblendet habe, war er auf einmal weg. Naja, auf jeden Fall schaut er so aus. Da siehst du nicht viel, ne? Das ist echt mau. Aber gut, ja, auch auf dem Gesicht hat er mir nicht gefallen. Deswegen darf er jetzt einfach mal gehen. So, was habe ich hier? Essence Tiny Tip. Wo habe ich denn meinen Essence Tiny Tip? Den muss ich jetzt hier mal erstmal raussuchen. Ist doof. Hä? Doch, hier ist er. Essence Tiny Tip Liner in Waterproof. Genau, der ist mir zu flexibel gewesen. In der Farbe Deep Black habe ich den hier. Und das ist halt ein Eyeliner. Und da habe ich versucht, mir einen Eyeliner-Wing zu ziehen. Und das hat mir viel zu sehr hin und her gewabbelt. Das hat mir nicht gefallen. Was habe ich noch dazu aufgeschrieben? Genau, zu flexibel und zu trocken für einen Wing. Aber zur Wimpernkranzverdichtung geht es ganz gut. Ja, also der hat halt wirklich einen Tiny-Tip. Eine wirklich ganz, ganz feine Spitze. Wenn ich mir den nur am Wimpernkranz aufgebe, also ganz, ganz nah von oben drauf, funktioniert das. Aber ja, und die Spitze halt echt... Er macht das fein, ne? Wer wirklich keinen Wing haben möchte, für den ist das vielleicht was. Oder wenn ich den im Alltag verwenden würde. Aber aktuell verwende ich jetzt eher Kajalstifte. Bin ich zu übergegangen, weil ich so viele in Adventskalender drin hatte. Ja, egal. Und es geht halt auch schneller mit dem Kajal morgens, als wenn ich mir einen Eyeliner ziehe. Das auch mal. Aber ja, der wird jetzt aussortiert, weil ich den jetzt nur ein, zweimal verwendet habe. Und da mache ich jemandem anderen bestimmt noch eine Freude mit. Bestimmt, denke ich jetzt einfach mal. Genau, dann habe ich von Ila Maska einen Lip Liner aussortiert, weil er mir einfach zu hart ist, zu trocken ist. Das ist der Coloring Pencil in der Farbe Raw. Den hatten wir auch mal in, ich glaube, dem Strumpf letztes Jahr drin oder in der Look Fantastic. In irgendeiner Look Fantastic Box hatten wir den auf jeden Fall mit drin. Genau. Fokussiert ihr? Ich sehe das hier nicht von hier. Ich sollte mal eine Brille tragen, Leute. Wundervolle Farbe, aber viel zu hart, habe ich mir aufgeschrieben. Ja, wenn ich den hier so über meine Haut auch drüber ziehe, merke ich auch, au. Genau, also das ist halt echt so dieses perfekte Nude, was ich halt super gerne trage. Und darüber dann eben entweder nur ein Lipgloss oder halt, ne, wie jetzt auch, so einen schönen Lippenstift. Aber der muss jetzt wirklich gehen, weil er mir einfach zu hart ist. Ja, und ich möchte gerne ein bisschen was Softeres haben. Aber auch langanhaltend. Ich suche immer noch die perfekten Produkte meines Lebens. So ist das halt, ne? So, dann habe ich hier irgendwo nicht weiter geschrieben vielleicht. Mir fehlt ein Zettel. Egal, wir kriegen das hin. Von Milani den Eyeliner. Das ist der Milani EyeTech Perfection Liquid Liner. Der ist eigentlich total fancy, ne? Ja, aber der malt halt auch nicht so, wie ich das gerne hätte. Mit so einem Wing und so, da kriegst du nicht hin. Der hat eine relativ stumpfe Spitze für einen Liquid Eyeliner. Den male ich jetzt daneben. Der malt hier eigentlich auch ganz schön, aber der trocknet dann viel zu schnell aus und dann muss er wieder nachziehen und nachziehen und dann irgendwie ein Blatt Papier nehmen und mir das Produkt rausdrücken und das macht überhaupt keinen Spaß. Was habe ich noch dazu geschrieben? Trocknet so schnell aus, aber in der Anwendung super, wenn denn noch genug Produkt drin ist. Genau.
Das ist eben das Ding. Also man kann den, also ich finde diese Form so schön, weil du kannst hier so den Finger reinlegen und das hier halt wirklich wie so eine Pistole halten. Ne? Und dann kannst du das so schön malen. Das ist, liegt toll in der Hand, das ist eine coole Geschichte. Aber halt, wie gesagt, das trocknet mir einfach vorne zu schnell an. Das mag ich dann nicht. Genau. So, dann gucken wir jetzt mal, was ich hier aus dem Bauch heraus zu den drei Produkten, zu den vier Produkten sagen kann, die hier noch in der Box drin sind. Ne? Denn da habe ich keinen Zettel zugeschrieben. Das ist ja cool. Da habe ich einmal von iHeart Revolutions Tasty Strawberry. Das ist dieser Highlighter. Der ist einfach nicht meine Farbe. Ne? Also da wäre der Tasty Peach mehr meine Farbe gewesen. Hier kann ich wirklich nur das oberste Vieh nutzen. Und das, ja... Ne, der roséfarbene Highlighter, das ist einfach nichts für mich. Super intensiv, wie wir das halt von Revolution kennen. Also das ist echt Wahnsinn. Boom. Der knallt dir direkt alles weg. Ne? Das ist schon hart. Das leuchtet dir auch von hier bis nach Meppen. Wobei mir das Gelb schon wieder fast zu gelb ist und das Rosé ist mir halt einfach zu rosa. Das funktioniert nicht, das ist mir zu dunkel. Nee, das ist nicht meins. Ne? Und dadurch, dass der... Ich habe echt einen Frosch im Hals. Dadurch, dass er halt so hart pigmentiert ist... hast du da auch immer hart viel Produkt raus. Ne? Das ist echt ein kleines Problem. Als nächstes habe ich die On The Glow Face Palette. Die ist von H&M. Die finde ich von der Verpackung her super unschön, um das mal so zu sagen. Der Bronzer, der mit den drei Highlightern mit drin ist, ist echt mau. Und die drei Highlighter, ich habe einfach bessere. Das haut mich halt echt nicht so vom Hocker. Und ich, also was mich halt wirklich vor allem daran stört, ist, Sammy, nicht weinen. Sammy, nicht weinen jetzt. Was mich vor allem daran stört, ist halt wirklich die Verpackung, weil das ist halt Plastik pur, ne? Das nervt mich. Ja, und hier sind halt wirklich hier super intensiv hier, ja. Ja. Aber sie sind halt auch super eintönig und langweilig. Und was soll ich dann so ein riesengroßes Produkt in meiner Sammlung haben? Was ich dann eh nicht benutze, weil ich es von mir stoße, wegen der Verpackung, und dann greife ich da nicht zu. Und was soll eigentlich ein Bronzer damit drin? Ich weiß es nicht. Ich finde das einfach so unorganisiert. Wenn hier noch ein Blush mit drin gewesen wäre, wäre das wahrscheinlich auch ein Produkt, was ich wahrscheinlich behalten wollen würde. Wenn die Verpackung vielleicht auch nicht aus Pappplastik wäre. Also es ist ja wirklich, ne? Man sieht es ja auch. Das ist ganz, ganz billo gemacht. Und es ist so undurchdacht. Ja. Geduld, Geduld, Geduld. Vielleicht hast du Highlighter im Gesicht, wenn Frauchen hier weiter dich streichelt. So, zwei Produkte haben wir noch und da habe ich einmal eins von Unique, das Sculpting Trio. Genau, als ich das verwendet habe in meinem Schminki, was ich mit den Unique-Produkten geschminkt habe, haben mir auch mehrere in die Kommentare geschrieben, ah, Chloe, ich weiß nicht, wie lange du das noch haben wirst. Ihr kennt mich manchmal besser, als ich mich selbst kenne. Ja, also hier hast du tatsächlich ein Bronzing- oder Contouring-Produkt drin, dann so ein Highlighting-Produkt, was eher, also ein Puder, ne, und ein Creme-Highlighter. Und hier haben wir die Produkte. Die habe ich auch wirklich ab und an verwendet, habe mir die immer wieder zu Gemüte geführt. Was mich daran stört, ist einmal das. Dieses Plastikvieh macht mich wahnsinnig, weil das halt immer vom Spiegel abhängt. Was mich auch stört, ist, dass es Creme-Produkte sind, weil ich mit Creme-Produkten echt nicht gut arbeiten kann. Ich kann euch das mal swatchen. Das sind Creme-Produkte, die aber halt nicht so super cremig sind, sondern die sind eher trockencremig. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Wird man es gleich sehen? Ich weiß es auch nicht. Wir werden gleich mal gucken, ob man das sehen kann. Und hier halt das Puder. Ja, es ist halt ein Bananenpuder. Ne? Das kann man halt für unter die Augen nehmen. Da bin ich aber halt auch tatsächlich zu blass für. Weil das geht nicht. Nein. Genau. So. Wo wäre denn noch hier Platz? Wenn ich das mal hochziehe. Vielleicht. So. So, hier haben wir den Creme. Nein, das ist das Puder. Hier haben wir den Creme Highlighter, wo man auch nur einen Hauch von sieht. Der, ja, oh, Bronzer oder das Konturprodukt. Lässt sich schön ausblenden, definitiv. Also ich glaube einfach, ne, sieht aber halt auch ein bisschen grünlich aus, um ehrlich zu sein. Ja. Also ich kann mir das vorstellen, dass es im Alltag für jemanden, dem diese Farben halt auch wirklich passen, eine easy-peasy Geschichte sein kann. Aber irgendwie fehlt für mich hier auch wiederum ein Blush. Ich weiß nicht, was Paletten sollen, die nur einen Bronzer und einen Highlighter enthalten. Für mich gehörte einfach ein Blush mit rein. Ich verstehe auch nicht, warum die dann hier einen Puder mit reingemacht haben. Dann hätten sie doch besser da einen Creme-Blush mit reinmachen können. Und dann vielleicht von der Textur her ein bisschen anders,
Weil ich weiß nicht, man sieht es halt jetzt, wenn ich mal näher rankomme auch. Ich habe jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Creme Blush gearbeitet, Creme Bronzer eher weniger und auch mit Creme Highlightern und mit Flüssig Highlightern. Da gibt es gute und da gibt es schlechte. Das hier ist jetzt kein Produkt, was ich ultimativ geil finde. Hat sich jetzt in der Zeit so herausgestellt. Und ja, ich habe einen Creme Blush von Maybelline, was ich schön finde, wo ich schön mit dem Stippling Brush reingehen kann, mir das auftupfe und das richtig schön verblendet bekomme, was ich total toll auch von der Textur her finde. Das ist halt ein bisschen mousiger. Ich weiß es nicht. Das ist halt super fest hier drin, ne? Und nee, das wird jetzt einfach gehen. Das ist nicht. Nee. Ist in der Farbe Light übrigens. Da habe ich jetzt gerade nochmal geguckt. Genau. Tut mir auch ein bisschen leid, weil es ein Kooperationsprodukt war, aber. Nee. So, dieses Produkt habe ich, glaube ich, im Trash von Marion zugeschickt bekommen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist die Illuminating in Ireland von BH Cosmetics. Ist eine Highlighter-Palette und ich hatte eigentlich die Hoffnung gehabt, dass ich die Produkte als Blush, Bronzer und Highlighter quasi zweckentfremden kann. Ist aber faktisch wirklich komplett nur Highlighter. Also da kannst du nichts als Blush verwenden, weil zu glitzy. Du kannst dann nichts als Bronzer verwenden, weil zu hell. Highlighter, ja, da kann ich den Charm super verwenden, da kann ich den Dublin super verwenden. Ich glaube auch, dass die Palette wirklich eine schöne Geschichte wäre, wenn man solche Paletten auch gerne verwendet, um damit Augenlooks oder sowas zu schminken. Und genau, die Palette habe ich noch nicht so ultimativ viel verwendet. Da bin ich immer nur vorsichtig mit Pinseln reingegangen. Und da wird sich auch jemand drüber freuen, die sie jetzt von mir bekommen wird. Und das finde ich auch eigentlich ganz schön, ne? Wenn man dann halt auch so Paletten bekommt im gebrauchten Zustand, sage ich mal, die halt echt noch gut erhalten sind. Deswegen versuche ich mich auch immer weitestgehend schnell zu entscheiden, Produkte weiterzugeben. Und da nicht Ewigkeiten drum herum zu laufen und mir darüber Gedanken zu machen, möchte ich die jetzt wirklich weitergeben? Trete ich da mit jemandem vielleicht auf den Schlips oder sonst irgendwas? Macht gar keinen Sinn, weil wenn ich sie nicht verwende, dann liegen die hier nur rum und erfüllen keinen Zweck, ne? Und das macht überhaupt keinen Sinn. Dann gebe ich sie lieber an Leute weiter, die sich darüber freuen. Zum Beispiel ist es ja auch mit der Jeffree Star Lidschattenpalette so. Also, liebe Jana, falls du das siehst, es tut mir leid, aber ich glaube, du verstehst mich. Ja. Ihr Lieben, das war jetzt tatsächlich mein Flop-Produkte-Video, mein Aussortiert-Video, halt nur mit dekorativer Kosmetik. Mit Pflege ist es immer ein bisschen schwierig. Da wurde ich auch darum gebeten, das vielleicht mal zu machen. Ich benutze Produkte wirklich so lange, bis sie auf sind. Es sei denn, die sind so grottenschlecht, dass ich da Pusteln von bekomme, dass es gar nicht funktioniert, dass ich fettige Haare davon kriege oder mir ein dritter Arm davon wächst. Genau. Aber das ist so selten. Ja. Also wenn ich das mal habe, dann packe ich das gerne hier in das Aussortiert-Video mit rein. Hatte ich letztens auch mit einem Deo gemacht, glaube ich, ne? Ansonsten habe ich hier eigentlich meistens dann auch Schminkprodukte drin. Und so seht ihr einfach, was dann hier so durchläuft. Ihr seht ja, was reinkommt durch die Holz und jetzt seht ihr auch, was rauskommt durch die Aussortiert-Videos. Und ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Aussortiert- und Plattgemacht-Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, genau. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!